Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outcast A New Beginning. Wir müssen über mit Junair, den wir gerettet haben, über die Ventilopen reden. Und Junair ist zurück in Zappa, weil wir ihn ja gestern gerettet haben. Oh mein Gott, das ist Junair. Wo warst du? Ich war ganz besorgt, Bruder. Ich war auf der Suche nach Federn, als... Darf Baram von unseren VC-Angelegenheiten wissen? Das ist egal. Hauptsache, du bist gesund. Ich steckte in einer Zelle als Gefangener der Invasoren. Mich verletzte niemand, aber sie schon. Von wem redest du? Man kann sie nicht wirklich verletzen. Es sind schließlich Maschinen. Danke für die Rettung meines Freundes. Der Ventilope-Club steht in deiner Schuld. Gib uns Bescheid, falls wir dir irgendwie helfen können. Solange eure Ventilopen keine Bomben auf diese verdammten Basen werfen können, muss ich das Angebot wohl ablehnen. Sagtest du Bomben? Mit Sprengstoff kenne ich mich aus. Das könnte hinhauen. Ernsthaft? Ventilopenreiter können so gut wie alles von oben herabwerfen. Es ist kein Problem, wenn... Junair, warum gönnst du dir nicht etwas Ruhe? Dein kleines Abenteuer war sicher anstrengend. Ja, Salep, das stimmt. Eine Sekunde mal. Mit deinem Sprengstoffkönnen und seinen Zähmungskünsten können wir Chaos vom Himmel regnen lassen. Ein dummer Plan. An dessen Ende nur noch mehr Ventilopen verletzt werden. Salep, lass mich doch mit dem Fremden reden. Das gefällt mir nicht. Gehen wir, Salep. Ich erzähle dir alles über meine Aufklärungsmission. Okay. Ja dann. Wo ist denn Junair hier? Da hinten. Mein kleiner Ventilopenzähmer. Ich will alles wissen. Alles. Wie geht's dir? Schon viel besser nach einer großen Schüssel mit gegrilltem Sanektar. Bei den Invasoren wäre ich vor Hunger fast umgekehrt. Weißt du, was sie von dir wollten? Nein. Sie haben mich ständig verhört. Aber ich verstehe ihre Sprache nicht. Zum Glück bist du aufgetaucht. Ja, sag mir was über die Bomben. Wegen dieser Bomben. Darüber solltest du mit Baram reden. Er kennt sich besser aus. Ich bringe den Ventilopen bei, die Bomben zu tragen, doch die Reiter müssen sie abwerfen. Okay. Schon neue Ventilopen gezähmt? Das würde ich zu gerne. Leider haben die Gamos mein Ventilopenweibchen getötet, während ich eingesperrt war. Ohne Weibchen wird das nichts. Es lockt die Ventilopenmännchen ins Dorf, darum stehe ich jetzt mit leeren Händen da. Dann hol dir doch ein neues Weibchen. Leichter gesagt als getan. Es hat ewig gedauert, nur eins zu zähmen. Das war schon mühsam genug. Ventilopenweibchen sind die störrischsten Tiere, die ich kenne. Und mit all den lästigen Nackbis ist es sehr gefährlich, eins ins Gehege zu bringen. Würdest du deine Methode einem Clubkameraden verraten? Ich bin neugierig. Für den VC tue ich alles, Bruder. Ventilopenweibchen fressen liebend gerne eine bestimmte Larve. Nackbe-Larven finden sich in den Bäumen um Zappa. Sobald ich ein Weibchen entdeckt habe, hole ich die Nackbe-Larve vom Baum, um es anzulocken. Während sie frisst, wiederhole ich das Ganze mit dem nächsten Baum und dann mit dem nächsten, bis ich sie ins Gehege gelockt habe. Diese Methode erfordert eine Menge Geduld und Zeit. Wir brauchen etwas Schnelleres. Ich bin nicht unbedingt der Geduldigste. Wir sollten also an deiner Technik feilen. Damit würdest du mir erneut das Leben retten. Ohne Ventilopen könnten die Fischertalaner nicht mehr arbeiten. Dann würden die Gamos über uns herfallen. Was sind Nackbes? Du hast Nackbes erwähnt? Gibt es etwas, das ich über sie wissen sollte? Nackbes sind fliegende Insekten, die im Gebiet um Zappa leben. Sie sind ziemlich gefährlich und ihr Stachel hat schon einige Talaner in dieser Region umgekehrt. Sie sind besonders feindselig, wenn sie glauben, dass ihre Larven in Gefahr sind. Große, tödliche Insekten.
Was kommt als nächstes? Godzilla? Ja. Wir sehen uns. Tschüss. Gibt es zu dem Ort auf der Karte? Ja. Na dann. Das ist halt schon geil mit diesem Boost, ne? Das ist schon nice. Lass ich mal aber noch schon was gucken. Guck mal, ich habe schon wieder 225 von den Nanozellen. Tschüss. Verbesserte Rüstung weiter. Für 200 sowie 2 von diesen anderen Zellen. Triffst du beim Ausweichen nach vorn einen Feind, wird er aktiv. Hä? Okay. Haben wir hier noch? Der Schild hält noch mehr aus, bevor er zerbricht. Zweites Mal die Waffen verbessern. Was wäre hier unten? Sägeangriff ausführen. Ich will aber erstmal hier weitermachen. Verbessert die Rüstung weiter. Das ist okay. Das können wir nehmen. Okay. Na dann. Let's go. Ist das so eine Larve? Achso, schieß in das Loch, okay. Aber ich brauche erstmal eine Ventilope. Guck mal, hier ist eine, okay. Da unten. Ich will keine Sanektas finden, Herr Gottmal. Wo ist denn... Ah, da oben. Okay. Na komm, kleines Weibchen. Brav machst du das. Oh boy, okay. Ja, lass ich mal in Ruhe, ja. Weißt du was? Hier. Okay. Ach du Heiliger. Okay, hat geklappt. So, nimm mal einen Edue-Trank. Dann locken wir das Mädchen noch mal ein bisschen weiter. Das nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Je mehr Munition, desto besser. Und ich krieg wieder Gesellschaft. Ihr müsst gar nicht erst auftauchen hier, okay? Ja, fuck. Aber ich hab sie. Das ist okay. Mal weiter. Ich hab's noch drauf. Und wie du das hast. Bisschen rotes Helidium, auch immer gut. Oh, das war einiges an rotem Helidium. Okay. Na gut. Oh shit, da kommt... Ah, da kommt Nachschub. Okay. Jetzt ist aber fertig hier, komm. Ich hab keine Zeit für euch, okay? Hier, weg da. Mal alle? Ja. Okay. Darüber. Sehr gut. Braves Weibchen. Oder unten. Das will ich noch mitnehmen. Komm. Das lasse ich mir doch nicht entgehen.
Hoppala. Habe ich getroffen? Ah ja. Habe ich. Wir sind schon fast da, guck mal. Dann ist hier noch... Ah, guck mal. Komm ran. Okay. Sehr gut. Hi. Unser Vögelchen zwitschert im Gehege ein Liebeslied. Glaube ich zumindest. Ich bin eher ein Metal-Typ. Du bist aus Metall? Wie die Invasoren? Nein. Was ich meinte ist... Ach, vergiss es. Ich hab dein Ventilopenweibchen. Die Jod seien gesegnet. Danke. Ich sollte mich bereit machen. Sicher umkreisen schon Männchen das Dorf. Die Ventilopen bringen das Leben Nasapa zurück. Wie zähmt man so einen riesigen Kuckuck? Es geht um die Bewegung. Zum Glück nahm ich als junger Talaner in Kisar Tanzunterricht. Okay. Alles Paletti mit dem Weibchen? Keine Ahnung, was du meinst, aber sie produziert bereits Ventilopenöl. Das ging schnell. Ventilopenöl? Was weißt du über Ventilopenöl? Die Weibchen sondern es ab. Während der Paarungszeit riechen die Männchen es aus weiter Entfernung und kommen angerannt. Oder besser, angeflogen. Guck mal in die Ventilopennester oder in das Gehege, in dem ein Weibchen aktiv ist. Dort findest du es. Hä? Sind Ventilopennester leicht zu erkennen? Ja, um Sapa herum sind sie gut sichtbar. Doch wenn du auf Ventilopenöl aus bist, kannst du auch in meinem Gehege nachsehen, wenn ein Weibchen sich darin aufhält. Die Paarungszeit ist in vollem Gange. Du könntest Glück haben. Okay. Wir sehen uns. Tschüssikowski. Wilde Ventilopen wurden nach Sapa gelockt. Ja, super. Wo ist denn jetzt das Ventilopengehege? Ah, hier ist sie. Ah, guck mal. Die Vögeln. Also jetzt nicht, aber die werden. Oder haben schon. Irgendwie sowas. Ja, jetzt müssen wir hier einfach warten, bis die Ventilopen sich, vermehrt haben. So. Okay. Aber noch eine neue Mission. Mit Baram über Bomben reden. Oh ja. Na dann zeig mir die Bomben, mein Freund. Reden wir über ein paar Bomben, mein Freund. Baram, altes Haus. Hey, Ram. Ich heiße Baram. Nennt man dich auch Kat? Kat? Gefällt mir. Aber nein, du hast recht. Sag mir was über die Bomben. Yunair kann weitere Ventilopen zähmen und sie zu Sturzbombern abrichten. Dafür brauchen wir aber noch die Bomben. Meintest du nicht, du hättest da eine Idee? Lange vor meiner Erfindung des Paddels hatte ich diese Idee, mit Sprengstoff zu fischen. Lass mich raten. Es war kein Bombenerfolg. Es war die reinste Katastrophe. Doch die gleichen Bomben könnten dem Gegner viel Schaden zufügen. Wo kriegen wir die her? Materialien für den Bombenbau sind schwer zu beschaffen. Ich hatte meine Proben von den Bergarbeitern in Desan. Desan? Dann höre ich mich mal in Desan um. Kennst du dort jemanden, mit dem ich reden kann? Keine Ahnung, ob er die Eroberung von Desan durch die Invasoren überlebt hat. Doch ein Talaner namens Brom hat mir den Sprengstoff damals verkauft. Brom, alles klar. Er war Ingenieur, wie ich. Seine Passion war der Bergbau, meine das Fischen. Doch wir sprachen dieselbe Sprache. Womöglich wurde er versklavt. Es ist furchtbar, was die Invasoren in Desan angerichtet haben. Sobald wir einige eurer Ventilopenreiter zu Bombenpiloten ausgebildet haben, gibt es Rache. Ich kann es kaum abwarten. Super. Dann... Du weißt... Ah, wenn noch über das Ventilopenöl reden. Okay, Hallo, Baram. Ja, hi. Sieht gut ab. Wo finde ich Ventilopenöl? Gute Frage. Ich kenne mich eher mit Fischöl aus.
Wusstest du, dass Fischöl während der Hochsaison perfekten Hautschutz gegen Mondstrahlen bietet? Leider riecht es nicht besonders. Schreckt während der Oka-Stop die Frauen ab. Das beantwortet meine Frage nicht. Oh, Entschuldigung. Ventilopenweibchen sondern das Öl während der Fortpflanzung ab. Mehr weiß ich dazu nicht. Yunair kann dir sicher weiterhelfen. Okay, danke für die Info. Danke fürs Gespräch, Baram. Ebenso. Okay. Oh. Der Dorfhäuptling will noch reden. Ist egal. Mal gucken, wo muss ich denn jetzt eine zündende Idee mit Brom über Baram reden? Nicht der Häuptling der Brom? Nee, der, oh, der ist 3,8 Kilometer entfernt. Jesus fucking Christ. Okay. Was ist denn? In Desan. Hm. Da komme ich wahrscheinlich noch nicht groß hin, ne? Wie sieht's mit Emea aus? Kann ich da... Mission verfügbar, guck mal. Inkubation fertig. Mit Katak über von Haas reden, oder ist es auch so weit weg? Das ist, ja. Warte mal. Das ist in Ida. Es würde ja noch gehen irgendwie, aber so kommen wir irgendwie auch nicht vorwärts, ne? So kommen wir irgendwie auch nicht vorwärts. Okean habe ich ganz abgeschlossen, oder? Ja. Okay. Ich könnte nach Palana eventuell gehen. Kraftfeld ist aktiv. Oder wie sieht's aus mit Kizar? Kann ich da was weitermachen? Mission verfügbar. Dann null ausschalten. Das da? Ja. Das ist aber die Frage, ist da noch... Nee. Wollen wir das als nächstes machen? Wir reisen doch schon mal nach Procriana. Sehen uns morgen wieder. Erstmal hier schon auf die Seite. Wir suchen uns auch eine schöne Position. Beispiel. Hier oben. Okay. Gut, ist jetzt nicht so schön, aber... So, das ist doch schön. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.